Vielen Dank für die netten Worte. Schön, dass ich da sein darf. Und ich möchte einmal ganz kurz erklären, wie sich das zusammensetzt. 8 Jahre Strategieberatung, danach 8 Jahre Gründertum. Und jetzt versuche ich bei Dres & Sommer diese beiden Positionen zusammenzubringen. Strategieberatung für Immobilien und Immobilienwirtschaft. Und ja, wir haben eine Bewegung, die es vielleicht in der Form noch nicht so oft gab. Und deswegen ist Strategieberatung jetzt gerade mit Sicherheit ein Punkt, über den man mal nachdenken sollte. Für Sie kann es wahrscheinlich sehr neu sein, dass Dres & Sommer sich in diesem Feld positioniert. Deswegen nehmen Sie es einfach als Impuls und lassen Sie es mal auf sich wirken. Und damit wir heute Morgen auch so ein bisschen locker reinkommen, erstmal eine Schätzfrage. Wir sind ungefähr 100 Leute hier im Raum. Und wie viele von Ihnen glauben denn, dass Ihr Unternehmen strategisch zukunftssicher aufgestellt ist mit einem Horizont von 5 Jahren? Einfach mal Hände hoch. 1, 2, 3. Okay, ich würde mal sagen, so grob ein Drittel, 40%. Wir lösen das am Ende der Präsentation auf. Haben Sie mal im Kopf so, Sie haben ungefähr 35% gemacht. Ich muss sagen, da liegen Sie relativ weit weg. Ja, ich will auch keine Angst machen in dem Vortrag, aber ich möchte Ihnen einfach mal so ein bisschen die Transparenz geben, was wir aktuell erleben. Wir steigen mal ein und tradierte Geschäftsmodelle haben alle eins gemeinsam. Das werden Sie alle wissen. Die sind, wenn man nichts macht, endlich. So, und was suchen wir alle? Wir suchen immer die ominöse S-Kurve. Wir versuchen immer wieder neuen Wind in unser Geschäft reinzubringen. Und in unserer Branche ist diese Phase der dieser vermeintlichen Unangreifbarkeit, ich glaube, da sind wir alle drüber hinweg. Wir wissen, es ruckelt, es wackelt, ja, und wir haben Unruhe bei uns selber, bei uns im Unternehmen. Wie geht es weiter? Ja, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen raus aus der Schockstarre, wir müssen Augen aufmachen, wir müssen identifizieren, hey, da kommt was und es bringt nichts, nichts zu tun. Ja, also das Gefährlichste, was wir machen könnten, ist darauf hoffen, dass es alleine weggeht. Das wird nicht passieren. Sie sehen unten immer neue Geschäftsmodelle in grün und wir müssen immer in etablierte, tradierte Geschäftsmodelle immer wieder neue Impulse zulassen, reinlassen, damit wir wachsen können, damit wir diesen Punkt wieder erreichen, dass es hochgeht. Strategische Dissonanz fand ich ein herrliches Wort, habe ich Ihnen mal mitgebracht, aber darum wird es gehen. Sie müssen sich ein Stück weit bewegen. Guckt man aber gerade drauf, welche Einflussfaktoren auf Ihre eigene S-Kurve oder Ihre Unternehmensentwicklungskurve drauf drücken, dann kennen Sie die. Verlagerung der wirtschaftlichen Macht nach Asien. Ja, von den Top 10 Immobilienunternehmen sind 9 bereits in Asien verortet. Klimawandel haben wir die letzten Tage oder gestern erst in Berlin wieder wahrgenommen. Wir haben eine rasche Urbanisierung, die Demografie. So, und wir haben uns den 5. heute...